So, herzlich willkommen zurück. Wir zocken weiter Lufia 2. Ja, ich hoffe, ihr habt das hier alles gespeichert gestern, weil mir dann nämlich 10 Minuten später irgendwie das Programm abgestürzt ist. Naja, wollen wir mal hoffen, aber es sieht so aus, als müssten wir es nicht nochmal machen. Das finde ich sehr nice. Ja, wollen wir mal losstiefeln. Durinair? War ich in Durinair? Ach ja, genau. Wo waren jetzt Chada? Wir müssen noch nach Chada. Richtung Westen. Okay. Hinterher! So. Westen ist dort. Was ist denn hier oben für ein Loch? Ach, da war ja das Dingens. Ich wollte gerade tauchen. Ah ja, nee, darf der jetzt ehrlich noch schlagen? Ist ja unglaublich. Ja, genau, mach du, Mann. Und es funktioniert. Haha, hat nichts gebracht. Ich glaube, man hat das gestern Abend auch schon gemerkt, also bei der letzten Folge gemerkt, dass ich echt voll müde langsam war. Weil ich immer ruhiger wurde. Also, das ist einfach so. Dass ich dann sowas von krass ruhig werde. Ach, hier ist Chada. Aber lass uns noch mal ein bisschen hier die Map jetzt erkunden, weil wir ja, genau, hier ist zum Beispiel ein Loch im Boden. Wir können ja hier unterirdische Eingänge wahrnehmen jetzt. Unterwasserhöhle nach Chada. Wieso Unterwasserhöhle? Ach, das ist hier der Eingang zu dieser Nixonstadt, glaube ich. Ach, da kann ich nie auftauchen. Aber hier ist ein Baum. Inseltempel. Oh Gott. Den will ich aber nicht mitnehmen, ey. Blättergeier. Ja, sieht aber irgendwie komisch aus. Halt sowas Zombie-mäßiges. Ah. Erlik. Na ja, klar. Warum nicht? Der Vollständigkeit halber nehmen wir den jetzt einfach mal mit. Nein! Shit. Nee, irgendwo waren auch noch Eingänge. Da konnte man noch mal ein paar Sachen finden und so. Wir schauen ja jetzt einfach mal ein bisschen rum. Hier ist auch so ein netter Eingang. Aber ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Unterwasserhöhle zum Tempel. Gut, da können wir wahrscheinlich eh noch nicht rein. Weil das hier ist nämlich wohl bekannt. Ne? Also das wird, ja. Und zum Ende des Spiels hin wird es wichtig, sagen wir es mal so. Und dann schauen wir erstmal hier. Ich weiß, das ist nicht gerade besonders spannend, aber Monster gehen wir nicht auf den Sack und wir können mal eben schauen, was wir hier unten noch so finden. Also irgendwo war mir so, als wenn da irgendwas Wichtiges wäre. Komischer Dungeon. Höhle. Ach echt? Yay. Da wundere ich mich jetzt aber. ETF? Was ist das? Panzerfisch. Ah, okay. Schön wäre, wenn hier noch irgendwie so ein kleines Rätsel drin wäre oder so. Dulan. Haben wir jetzt eigentlich alle? Tatsache, wir haben jetzt alle gefunden. Aber wie kann man denn die Stufe Mega erreichen? Da ist ja noch eine Stufe drüber. 1, 2, 3, 4 und 5. Wie kann man die denn erreichen? Oh ne, den wollte ich jetzt gar nicht. Ich will mein Sperma-Monster behalten. Er hat auch schon Level 44, meine Fresse. Ja, er ist satt, aber ich verstehe es nicht. Alter, ohne Scheiß, was habe ich gemacht? Mäh, was ist das denn? Das Vieh sieht ja richtig pervers aus. Das ist ja richtig geil. Leck mich am Arsch, ist das geil. Edelfuchs. Clownschlag und Blubber. Jetzt ist das ein Fuchs, Alter. Wir haben aus dem Spermahaufen einen Fuchs gemacht.
Das ist Evolution. Das ist ja richtig geil. Clown, Schlag und Blubber. Sind wir jetzt bei Pokémon gelandet? Ist das geil? Ah ja, okay, noch eine. Aua, Bliett, scheiß Kabel. Haar reingeklemmt. Nein, nicht meine Schamhaare. Ich habe auch Haare an den Armen. So. Was haben wir hier noch eins? Nee. Denke ich mal, sind wir hier fertig? Ist ja geil. Das ist ja richtig cool, was wir hier jetzt noch rausgeholt haben. Das ist ja der Hammer, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Cool ist, wenn wir später fliegen, verliegen. Genau, wir verliegen. Wenn wir später fliegen können. Ich weiß, ist jetzt gespoilert, aber unser Schiff wird umgebaut zu einem Flugschiff. Also zum Zeppelin quasi. Okay, hier ist nichts. Lehrgeld, aber egal. Was sind wir hier überhaupt? Ah, okay. Ich spoiler relativ viel, habe ich festgestellt. Ich hoffe, da ist mir jetzt keiner böse und wenn doch, dann hast du Pech gehabt. Und sei doch böse. Sei mein erster Hater, los! Okay. Ja, muss ja mal gucken hier jetzt. Ich habe nämlich die Karte hier nämlich gerade nirgendwo rumliegen. Hätte ich mir mal ausdrucken können. Dann wüsste man jetzt in etwa, wo man ist. Ich glaube, hier kommen wir später nach Taru. Würde ich sagen. Ja. Kann man hier irgendwo lang? Nee. Genau. Wir wissen ja mittlerweile, dass Taru ein sehr kriegerisches Königreich ist und wir werden ihn voll auf die Fresse hauen. Und dann ja, kneifen die den Schwanz zwischen den Beinen ein und heulen. Ja, jetzt sind wir hier wieder bei Chada. Oh, ich glaube, dann können wir gleich den normalen Weg wieder gehen. Ich dachte, es wäre irgendwo was gewesen, dass ich da was richtig Geiles finde. Ah, hier sind wir jetzt beim Wassertor und alles. Aber hier ist scheinbar nirgends was. Da oben war ein Weg zu Taru, nach Taru. Okay. Bin sehr neugierig. Soweit kann ich nämlich natürlich nicht mehr erinnern, weil das ist so ein bisschen off-topic, sage ich jetzt mal. So ein bisschen nebenbei halt. Aber ich weiß, was für ein Berg kommt und ehrlich gesagt sträube ich mich davor. Okay. So eine komische Insel. Ah, hier bin ich. Okay. Ja gut, ich glaube, dann machen wir uns gleich mal auf den Weg, dass wir hier mal weiterkommen. Ah, das finde ich cool.
Das sieht ja crazy aus. Kuberia? Das hat doch eine besondere Wirkung. Was, wie jetzt? Wovon reden wir hier? Anhöhle oder was? Ja, okay, na klar. Ja, weil es dort auch Sachen gibt, die ich hinterher behalten darf und die man eben sonst schwer oder gar nicht findet. Ich glaube gar nicht. Da gibt es echt Dinge, die man nicht findet. Wie gesagt, auf das Anhöhlen-Special freue ich mich auch schon. Aber da arbeite ich mit Safe States, weil das ist nicht in einem Rutsch für mich zu schaffen. Speziell gar nicht, wenn ich aufnehme, auf gar keinen Fall. Ach scheiße, sind wir schon wieder hier. Und daher, es ist nicht machbar für mich. Und daher mit Safe States an gewissen Stellen. Ach, hier waren wir auch schon. Und dann sehen wir mal zu, dass wir bis irgendwie Level 100 kommen und das wird dann lustig. Ehrlich gesagt habe ich es noch nie gemacht. Weil früher auf dem Super Nintendo bin ich, glaube ich, bis 60 gekommen oder so. Da habe ich aber auch voll lang gespielt, ich glaube, den ganzen Tag für. Weil du musst ja wirklich gegen jedes scheiß Monster kämpfen. Sieht aber gruselig aus hier. Du musst ja echt gegen jedes beschissene Monster kämpfen, damit du da überhaupt weiterkommst. Und wenn du nicht kämpfst gegen die Monster, dann kannst du nicht stärker werden. Und ja, dann hast du ein Problem. Spätestens zwei Level weiter, weil die Monster werden kontinuierlich stärker. So, wo ist Nu? Bin ich denn hier jetzt? Das sieht komisch aus. Auch schon wieder irgendein Tempel. Ach, ich glaube, ich weiß. Dann ist hier jetzt Durinea. Ja. Und dann geht es hier geradeaus nach Chada. Chada, Chada. Ja. So, genug rumgeplanscht. Ach, Scheiße, da hinten. So. Oh, klasse, ein Vulkan. Vulkan und Drache. Yay! Aha. Ja, nee, ist klar, nee. Wow. Puh. Okay. Alter, ist der teuer. Will der mich verarschen hier? Der ist nicht die, aber egal. Okay, dreimal. Bam. Ich glaube, der ist echt nur zum Verkaufen da. Oh ja, schön para. Meine Fresse, habe ich schon mir viel gesammelt.
Verkaufen wir scheiß hartes Juwel, Kacke hier. Brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Ja, die sind eigentlich ausgestattet mit den besten Ringen, die ich so jetzt habe. Also weg mit dem ganzen Scheiß. Und dann kaufen wir anständige Rüstung dafür. Und anständige Waffen. Ups. Ja, ja. Mega Schwert. Boah, ist ja echt mega. Ich glaube, ohne optimierte Waffen brauchen wir da gar nicht drauf gehen. Ah, es sind nur 40 mehr, ne? Machen wir. Ehrenanzug. Eisenjacke. Habe ich den nicht gerade verkauft? Ah, klasse. Das ist so eine scheiß Attacken. Das kannst du voll vergessen. Fuck jetzt drauf. Wir machen jetzt hier auf dicke Hose. Das ist aber eigentlich gar nicht schlecht. Boah, das ballert eigentlich. Richtig gut Magieabwehr. Bam! Ja, seht uns an, wir glitzern und glänzen. Wie sieht das aus? Alle voll. Ja gut, ihm fehlen 3 Magiepunkte. Passt schon. Dann sammeln wir jetzt hier nochmal irgendwie alle voll. Oh mein Gott. Skandalös. Wir werden ihn wohl retten müssen. So wie sich das anhört. Ja, nach Schwefel wahrscheinlich. Das ist ein Vulkan, du Horst. Ja, geh hin. Oh, ja, der. Hoffentlich übernimmt sich der Älteste nicht. Er ist schließlich nicht mehr der Jüngste. What? Ach echt? Da tauchen wir hin. So, Drachenberg. Schauen wir, was hier hinten ist. Steine. Noch mehr Steine. Steine sind cool. Steine sind super. Hier hinten. Nix. Mein Gott, keine Geheimnisse hier. Gehen wir erstmal hier rein. Ah ja, okay, das ist der Reset-Raum. Okay, da ist so. Noch eine Treppe. Hier oben war nix. Mann, hau ab hier. Und du auch. Ching, ching, ching. Geht das eigentlich hier? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Nö, geht nicht. Ich glaube, auf diesem Berg finden wir auch das...